Busch. Ein ganz gewöhnlicher Busch. Das behauptest du. Ich kann damit nichts anfangen. Okay, wir haben hier, was haben wir hier noch? Wir haben die Tür. Wir haben die Türklingel, natürlich. Ist hier noch was? Nee, im Moment nicht. Es ist der Eingang in Fischers Haus. Ja, wunderbar. Eine Türklingel, an der Name Joshua Fischer steht. Joshua Fischer? Ach, wir klingeln einfach mal, gucken, was der Kind uns sagen kann. Ich glaube, ich höre jemanden kommen. Ja, ist doch gut. Hallo, mein Name ist Johnny Burger. Ich arbeite für die Cool Lake Times. Ich schreibe einen Artikel über das Verschwinden von Professor Vogel. Ja, und? Und ich befrage die Leute in dieser Gegend, ob sie vielleicht am Tag seiner Entführung etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Am Tag seiner Entführung? Naja, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber es ist durchaus möglich, dass er entführt worden ist. Und wie kommst du zu dieser Annahme? Ich habe da so einiges gehört. Zum Beispiel was? Naja, man sagt, dass ihn die Außerirdischen entführt haben. Außerirdische? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Es gibt in dieser Gegend gar keine Außerirdischen. Und ich glaube nicht, dass jemand, der wie eine Sau aussieht, für Cool Lake Times arbeiten kann. Wo ist dein Presseausweis? Mein was? Dachte ich mir. Du hast keinen. Dies hier ist Privatgrundstück. Wenn du von hier nicht in 10 Sekunden verschwindest, dann rufe ich die Polizei. Aber ich wollte nur... Ich sagte raus! Etwas später in Fischers Haus. Wer hat geklingelt? Keine Ahnung. Er sah aus wie eines von Vogels misslungenen Experimenten. Er hatte ein Schweinegesicht und behauptete, dass er für Cool Lake arbeite. Und was wollte er von dir? Er sagte, ich hätte etwas mit der Entführung von Professor Vogel zu tun und mit den Außerirdischen, die man hier ein paar Mal beobachtete. Du und Außerirdische? Also manchmal gehen diese Journalisten wirklich zu weit. Marsha, er ist nicht so weit gegangen. Was? Ich bin ein Außerirdischer. Und ich bin die Frau vom Papst. Wir sind vor 5 Jahren gekommen, um einen von euren besten Wissenschaftlern zu entführen. Josh, du hast schon wieder getrunken. Ich hab dir schon mal gesagt, wenn ich dich noch mal betrunken erwische, dann... Ich bin nicht betrunken und ich heiße gar nicht Josh. Der Name dient nur als Tarnung. Hör damit endlich auf. Kein Außerirdischer sieht so aus wie du. Die sind alle klein, grün und hässlich. Nicht wie du. Klein und hässlich bin ich auch. Und wenn ich meine Maske ausziehe, dann bin ich vielleicht auch grün. Was für eine Maske? Was redest du da? Und was sagst du dazu? Ja, interessant. Also ich... weiß ja nicht, an der Stelle von der Frau hätte ich vermutlich schon irgendwie gemerkt über die letzten 5 Jahre oder wie lange die da schon wohnen, dass der andere nicht so ganz ein echter Mensch ist. Man weiß es ja nicht. Okay, aber jetzt wissen wir schon mal, oh, hier, der Fischer, ne, der ist so ein Außerirdischer. Wir sollen ja vom Grundstück hier fernbleiben, also was machen wir? Wir gehen wieder drauf. Genau. Hier sollten wir jetzt nicht hingehen, weil dann schmeißt er uns hier wieder runter. Glaube ich mal. Gehen wir erstmal zur Seite hier zum Weg. Und sehen uns diesen seltsamen Fisch an. Was hatte denn Fischer mit diesem Fisch vor? Das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht wollte er damit schwimmen gehen oder so. Okay, der hat einen Mund. Drin gibt's einen kleinen Steuerungsraum. Okay. Erstmal das Schild anschauen. Fischers privater mechanischer Fisch. Mhm. Sollte man ja auch mal zu Hause haben. Ist sogar ein Copyright drauf. Einfache Schwimmflosse. Ja, nutz die mal. Was willst du denn mit dieser Schwimmflosse? Ja, weiß ich nicht. Man kann sie mal probieren. Das ist nur der Megaschwanz dieses Fisches. Ja. Was soll ich damit machen? Mitnehmen? Was soll ich mit diesem Megaschwanz machen? Das ist eine gute Frage.
So, oh, der hat ja auch ein Auge. Diese Augen blinzeln mich so liebevoll an. Sie finden mich wohl sympathisch. Oh, der ist aber auch putzig, ne? Und der freut sich, oh, ist das schön. Okay, kann man da irgendwie den benutzen, den Mund? Ich werfe mal einen Blick rein. Ja, gute Idee. Ne, wenn man was nicht kennt, immer mal reinspringen. Fischer ist so ein großer Schalter. Augenschließer. Solche Maschinen haben wir alle hinter unseren Augen. Ja, genau. Schön aus Metall, die immer so hoch und runter machen. Ich glaub's auch. Hiermit kann man den Mund des Fisches schließen. Okay, mach das mal. Den Mund dieses Fisches zu schließen, wäre mein Todesurteil. Ach was, das fällt doch keinem auf. Das kann ich hier nicht benutzen. Okay, kannst du ihn mitnehmen? Er ist an die Metallplatten geschraubt. Okay, wo auch immer wir den für brauchen, wir haben ja trotzdem einen Schraubenzieher. So funktioniert das nicht. Achso, ah, hier kann man die Schrauben extra anschauen. Mit diesen Schrauben ist der Augenschließer befestigt. Ja, jetzt aber hier. Schraubendreher, Zieher mit den Schrauben. Schalte zuerst die Augenschließermaschine aus. Ach, da ist auch noch ein Schalter, meine Güte. Man schaltet damit den Augenschließer aus. Ja, wunderbar. Zack, einmal. Das sollte die Maschine ausschalten. Einmal die dicken Finger drauf. Wobei, eigentlich müsste er ja Hufen haben, aber er kann ja auch aufrecht gehen. Also, so eine halbe Kreuzung ist er da jetzt. Das könnte klappen. Ja, dann mach das. Ach, und oben muss er nicht losschrauben. Okay, wir haben jetzt hier... Wir schauen uns den mal an. Diese Maschine diente zum Öffnen und Schließen der Augen des mechanischen Fisches. Okay, Was können wir damit jetzt nur machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal, gehen wir erstmal raus. Vielleicht kommen wir hier später nochmal hin. Jetzt blinzelt er auch gar nicht mehr, oder? Nö. Wäre ja auch sonst ein bisschen unlogisch. Hier ist noch eine Garage. Wir können da mal... Ah, okay, nee. Gehen wir mal zurück. Da kommen wir später noch hin. Und gehen wir mal zur Garage, gucken uns da ein bisschen um. Ah, können wir sogar direkt rein. Ja, hier ist ein Schrank. Hier ist sind Schilder. Kofferraum. Schauen wir uns erstmal... War hier nicht gerade noch was? Nee. Den Schrank an. Ein geschlossener Schrank. Ja, wie wär's mit öffnen? Ist verriegelt, geht nicht auf. Haben wir was dabei, dass man ihn aufkriegen kann? Weiß ich gerade nicht. Erstmal die Schilder anschauen. Eine Beschreibung, wie man Batterien und einen Elektromotor anfertigen kann, ist da abgebildet. Ja, wunderbar. Kannst du sie mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Diese Schilder sind leider an die Wand geklebt. Na gut. Schau mal den Kofferraum an. Es ist der Kofferraum von Fischers Auto. Der sollte aber doch aufgehen. Nicht? So öffnest du diesen Kofferraum niemals. Denk dir was anderes aus. Wie machen wir das? Wir können natürlich einen Wurm gegenhauen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Den schließt er damit. Ich kann das so nicht benutzen. Ach so, schade. Aufschrauben. So funktioniert das nicht. Ich kann es ihn einfach mitnehmen. Dazu müsste ich das ganze Auto mitnehmen. Und das geht doch nicht. Ach, das geht schon. Man muss nur ein bisschen üben. Ja, dann lassen wir den Kofferraum erstmal zu. Oder? Also wenn wir da nicht irgendwie einen Schlüssel für haben oder sowas. Dann geht das wohl nicht. Schrank ist auch zu, also hier ist erstmal nichts zu holen, habe ich so den Eindruck. Ja, wo gehen wir denn? Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da auch, da auch. Da ist noch nichts. Jetzt gehen wir einfach mal zu den Shops hin. Man weiß ja nicht. Ein Kaktus. Direkt mal das Wichtigste hier anschauen. Dieser Kaktus ist wie ein grüner... Naja, es ist ein gewöhnlicher Kaktus. Ja, das wollte ich auch gemeint haben. Wir haben hier eine Tafel. Fred des ersten Krämerei. Nutzt es mal. So funktioniert das nicht. Aber mitnehmen geht. Ja, wunderbar. Was auch immer er mit dem Schild machen will oder mit der Tafel. Antiquitäten. Antiquitäten? Also lauter altes Zeug. Gehst du da mal rein?
Erst ein bisschen umschauen hier. Ist da jemand? Augenblick bitte, ich komme schon. Nein, ein mutiertes Ferkel. Ich dachte, Vogel hätte schon mit seinen Experimenten aufgehört. Aber das tut er nicht. Macht nichts. Womit kann ich behilflich sein? Das weiß ich noch nicht genau. Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach Professor Vogel. Ja, das kann ich verstehen. Du willst ihn bestimmt darum bitten, dich wieder in einen Menschen zu verwandeln. Aber ich glaube nicht, dass er dir helfen wird. Wieso nicht? Das weiß ich auch nicht. Er ist nun mal so. Ich schlage vor, dass du langsam anfängst, dich daran zu gewöhnen, dass du ein Ferkel bist. Nein, danke. So schnell gebe ich nicht auf. Wie du willst. Danke. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen gemein, wenn wir jetzt schon hier aufgeben würden. Ja, wir gucken uns erstmal um. Ein Anker, ein Bild, eine Kasse, ganz viel Zeug. Oh, ein Tiger. Das soll ein Tiger sein? Das ist der teuerste Plüschtiger der Welt. Vor 500 Jahren war er im Eigentum eines berühmten ägyptischen Geschlechts. Dann hat ihn meine Familie gekauft. Sein Wert ist etwa 50 Millionen Mark, aber für 2000 kannst du ihn haben. Das wäre ja ein echtes Schnäppchen. Du sollst es lassen. Oh Mann. Da ist noch eine Tür, der sieht gerade nicht so nach Besuchereingang aus. Schauen wir uns das Schild an. Es ist der schöpferische Höhepunkt unseres berühmten Malers Picasso Burger. Picassolino Burger? Das war mein Urgroßvater. Ist klar, mein Urgroßvater war Michelangelo. Macht nichts. Dieses Bild ist sowieso nicht zu verkaufen. Och, ich fand das so schön. Kannst du nicht einmal mitnehmen? Geld hast du sowieso nicht, also berühr es nicht. Oh Mann, oh. Schauen wir uns den Anker an. Das ist der älteste Anker der Welt. Was der Typ alles für Besonderheiten hier in dem Laden hat, ist ja Wahnsinn. Du sollst es lassen. Och Mann, oh, ich will den aber haben. Rühr nichts an. Na, ich will ja auch nichts anrühren. Ich hab ja auch keine Mischung da. Mindestens 4000 Mark, bestimmt. In der Kasse? Dann, ach, hier, einfach mal. Vielleicht, wenn niemand mehr da ist. Ja. Gehen wir da mal hin. Nichts Interessantes. Och, Manno. Tiere dürfen nicht eintreten. Bleib also, wo du bist. Als ob wir ein Tier wären, nur weil wir wie ein Ferkel aussehen. Uninteressant. Ja. Huch. So funktioniert das nicht. Ja, rede nochmal mit dem Kerl. Was kann man in diesem Laden eigentlich kaufen? Fast alles, was du willst, natürlich nur, wenn du Geld hast. Zum Beispiel was? Naja, zum Beispiel altes Spielzeug. Das ist am teuersten. Viel davon stammt noch aus dem Mittelalter und sein historischer Wert ist enorm. Mit anderen Worten, nichts für dich. Was haben Sie noch anzubieten? Es gab Zeiten, da habe ich auch Handschuhe genäht. Es ist zwar schon lange her, aber ich habe es bestimmt noch nicht verlernt. Ich bräuchte dafür die genauen Maße deiner Hand. Ein Gipsabguss würde reichen. Und wir verkaufen auch altes, unbrauchbares Zeug. Sag was und spätestens in einer Woche kann ich es dir besorgen. Okay, also ist ja ein reichhaltiges Angebot. Altes Zeug hier und Handschuhe kann er uns nähen. Anfertigen. Dafür bräuchten wir einen Gipsabdruck. Haben wir nicht dabei. Ich wüsste auch nicht, wo wir gerade Handschuhe für bräuchten. Ich meine, wir haben ja schon Gummihandschuhe, die haben wir allerdings schon benutzt. Einfache graue Handschuhe. Ja, aber das macht ja nichts. Dann würde ich sagen, ist hier drin erstmal nichts zu holen, ne? Oder kannst du nochmal reden? Ah, okay. Ah, okay. Ja, wir haben ja eh kein Geld, daher können wir kein Spielzeug kaufen. Handschuhe können wir uns auch nicht kaufen. Könnte ich bitte Ihre Toilette benutzen? Nein, diese Toilette ist privat. Ich lasse da keine Ferkel oder andere seltsam aussehende Kreaturen rein. Schade. Ich würde gern ein billiges, aber wertvolles Spielzeug kaufen. Billig und wertvoll? Sowas gibt es gar nicht. Lass die Spielzeuge hier lieber in Ruhe. Du kannst dir keins davon leisten. Sie sind einfach zu teuer. Okay. Ich würde gerne einen Handschuh kaufen.
Handschuhe verkaufen wir nicht, aber ich kann dir welche nähen. Ich brauche dafür die genaue Form deiner Hand. Ein Gipsabguss würde reichen. Ohne alles geht das einfach nicht. Okay, also wir wollen anscheinend gerne einen Handschuh haben, bräuchten aber einen Gipsabdruck. Dann, ja, haben wir nicht. Ich will mich hier noch etwas umsehen. Ja, tu das ruhig. Okay, dann ist hier erstmal in dem Laden nichts mehr zu holen. Gehen wir erstmal raus. Einfach so. So. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich wieder eine kleine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme dann wieder, ne, wenn wir uns nochmal den anderen Laden anschauen und hier hinten dann nochmal und ganz viele neue Sachen entdecken und kombinieren, Rätsel lösen und so, ne? Dafür, wofür ein Adventure halt da ist. Ne, deswegen, bis später.